Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together. The Walking Dead. The Walking Dead. So. Und jetzt aufmachen. Aufmachen. Yay. Okay, wir sind immer noch gefangen. Aber gleich nicht mehr, hoffentlich. Wobei ich immer noch nicht glaube, dass der Lüfter groß genug für uns alle ist. Er ist groß genug für Clementine. Ja, aber ich will da Clementine nicht unbedingt durchschicken. Das wäre doch irgendwie fies. Ja, ja. Oh, ja. Da haben wir schon mal gemacht. Doppelt hält besser. So. Mit den Münzen. Und ich kann es nicht glauben, es klappt wirklich. Ja, zum Glück waren es keine Kreuzschrauben. Obwohl, gut. Doch, das wird sogar gehen. Er hat zweimal rumgedreht, die Schraube ist immer noch drin, aber passt. Kann man rausziehen. Ja. Okay. Boah. Und Larrys Hand. Kenny's. Naja, unser Weg raus weiß ich nicht. Er ist so klein, um durchzupassen. Habe ich mir nicht schon was gedacht, das würde ich mal sagen. Clementine! Ja, aber das. Du musst das nicht tun. Muss sie aber nicht. Geh schnell. Eigentlich muss sie es. Boah. Larry. Sie, Kenny. Larry ist sehr einfühlsam, ne? Kenny. Nicht Larry. Boah, ich hoffe nicht, dass ihr da irgendwas passiert gleich. Ich hab grad echt Angst um sie. Die packt es, unsere Kleine. Ja, unsere kleine Clementine. Schafft sie schon, aber ich hoffe echt, dass sie es schafft. Sie scheint draußen zu sein. Ja, sie scheint draußen zu sein. Oh nein! Was soll das gerade passiert? Oh Mann. Oh Gott, hoffentlich haben sie nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Clementine. Zum Glück. Boah. Boah, das Mann. Die habe ich Hallo gesagt. Ja. Hab wahrscheinlich auch Hallo gesagt, der Mann. For God's sake, Lee. Didn't even get to say goodbye. Tut mir doch echt leid, aber was sollten wir denn machen, Lily? Deiner Meinung nach? Also ich will sie jetzt der psychisch angekratzten Lily nicht unbedingt da alleine drin lassen. Aber wir können sie ja auch nicht mit rausnehmen, weil das ist jetzt echt zu gefährlich. Und ja, dann nehmen wir lieber Kenny mit, würde ich sagen. Oh Gott, scheiße. Mann, das Zimmer ist echt so krank. Ich will gar nicht vorstellen. Die haben die Mark abgeschnetzelt. Ich kann nicht vorstellen, was er drin alles gemacht hat. Nee, ich wollte sowas in echt nicht sehen. Die haben sie Mark wahrscheinlich abgeschlachtet. Ich würde sagen, wir. Naja, der hat uns ja noch nicht bemerkt. Heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal um. Also zurück will ich es nicht. Blut anschauen. Ja, gucken wir uns einfach mal Blut an. Scheiß. Boah, Mann, oh Mann. Ich bin schon angetrocknet, ne? Die ganzen Bazillen. Das ist so krank. Wer will sich da schneiden bekommen? Hat sie die Blutvergiftung in dem Zimmer? Das ist eine Luft. Okay, hier kam also Clementine raus. Oh, Alter, wenn die auf die Säge da gefallen wäre. Ja, gut, die ist ja von da aus abgesichert. Ja, aber trotzdem, hast schon recht, ja. Eine Heuklaue. Gläser. Und das sind. Ah, nee, ich dachte. Das sind das Gehirn. Da dachte ich auch erst, aber Gedärme. Ich glaube, das ist Fleisch an sich einfach nur, oder? Fleisch einfach nur. Ja. Fleischschaubild. Aber von der Kuh. Aber wir wissen ja, dass sie hier nicht nur Kuh geschlachtet haben. Kühe. Eine Heuklaue. Die gefällt mir. Könnte man als Waffe benutzen. Nimmt da auch mal mit, sehr gute Lee. Die Säge will ich mir auch mal anschauen. Die Gärung. Ja, frage ich mich gerade auch. Was läuft falsch mit denen? Und da ist... Und vor allem eben eine Achtjährigen. Kleiner Viehtreiber. Oh, der gefällt mir. Oh, aber dafür muss er die zurücklegen. Wir müssen uns jetzt anscheinend entscheiden, was für eine Waffe wir nehmen können. Da liegt auch noch was. Eine Sichel. Was sollen wir nehmen? Okay, also wir können uns wirklich zwischen einer Waffe hier entscheiden. Liegt hier noch mehr? Ich will mich immer umschauen. Vielleicht haben die ja noch mehr. Blutige. Oh Mann, ey. Das ist so krank. Okay, warte. Geh mal wieder woanders, also.
Vielleicht gibt's hier noch mehr. Das haben wir schon angeguckt. Das hier nee, hier auch. Gibt's nichts mehr. Hier hinten vielleicht? Nein? Nee. Na gut, okay, also wir haben drei zur Auswahl. Die Sichel. Wir könnten mal mit Kenny Kriegtreiber reden. Und. Ja, und Kenny. So what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case he goes down. Hoffentlich hast du recht, Kenny. Grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Was nehmen wir. Nein. Nein, noch nicht. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt als Waffe? Also, der ist vielleicht ein bisschen zu hart, nicht zu hart, der ist vielleicht ein bisschen zu soft. Unpraktisch, zu soft, weil, guck mal, der macht ja nur, der ist da, um Vieh zu treiben. Toll, super. Und weiter? Leute, das bringt's nicht um. Bringt's nicht wirklich um, das könnte um, man so schön in die Augen. Also, ganz ehrlich, aber die Sichel ist auch geil, aber ganz ehrlich, das hier ist im Prinzip eine Doppelsichel. Eine kleine Sichel. Ich wäre hierfür. Bist du sicher? Ja, okay, dann. Nehmen wir die mit? Ja, ich denke schon. Also. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die mit. Vor allem, die ist auch abgebrochen vorne. Ja, die ist vorne abgebrochen, sehe ich auch gerade. Ob die so gut ist, weiß ich auch nicht dann. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal da durch, oder, Kenny? Okay, da draußen und Lia hat recht, da ist ein Sturm aufgezogen. Als wir durchs Fenster geguckt haben, als wir noch nicht gefangen waren. Okay, lass uns gehen. Gut. Oh mein Gott, das wird jetzt echt hart gleich. Zum Glück quietschen die Türen nicht. Wir müssen uns schnell seine Pistole schnappen. Ich meine, wir haben ja noch den heute. Und warum hat sich Kenny gerade keine Waffe mitgenommen? Der hätte doch die Sichel oder sowas mitnehmen können. Warum laufen wir eigentlich hier ganz alle? Ich glaube, Kenny hat nicht so wirklich gerade nachgedacht. Oder ich glaube aber, er hat nichts mitgenommen. Bleib an der Maus. Oh, fuck. Das ist Ellie. Sollten da mal rausgucken. Okay, er steht da noch. Lieber mal wieder rein, bevor er uns bemerkt. Okay, wir reden mal kurz mit Kenny. Fuck, Mann. Ja, was soll ich tun? Ich behalte ihn im Auge. Ja, sei bereit, wenn ich sage. Gut. Okay, lass mal nachschauen. Okay, er ist noch da. Vielleicht wir sollten mal weiter, also da wird noch nichts rot. Ich würde mal weiter gucken. Sicher? Ja. Erst wenn es rot wird. Oh Mann. Okay, wir wieder zurück. Da ist er nicht mehr. Das wird jetzt gefährlich. Wo ist er hin? Scheiße. Scheiße, vielleicht sollten wir es Kenny sagen. Nochmal. Nochmal. Oh, fuck! Scheiße, nimm die Waffe nicht. Schnell, schnell, schnell. Ich habe ihm seine Waffe weggenommen. Warum sterben wir eigentlich jedes Mal in so einer Situation, wenn du spielst? Ich habe ihm seine Waffe weggenommen. Ich habe so, das war's jetzt. Ihr könnt's. Das war's jetzt mit Let's Play Together The Walking Dead. Er ist einfach zumindest so mit mir. Ich bin aber untalentiert. Raus. Also, dann Leute, ich bin aber weg. Ich lass jetzt nicht gar nicht okay. Hey, du bist auch untalentiert. Ich bin wieder da. Ich mach das. Hey, aber ihr könnt bezeugen, wir haben ihm die Waffe weggenommen. Ha! Okay, du hast geschafft. Okay, der hat mir los. Boah, oh, fuck. In die Augen, du Depp. Ja, Kenny. Kenny hat sich die Sichel genommen. Geil. Cool Story, Kenny. Sehr gut. Okay. Komm, zweimal gescheitert. Ich meine, ich würde mal sagen, alle gute Dinge sind drei, oder? Okay, Kenny muss sich um seine Familie kümmern und wir, was machen wir jetzt? Wir bringen den Bastard um. Der hat uns umgebracht, zweimal. Aber ist das die Lösung? Ja, Mann. Immer jemanden umzubringen, auch in dem... Guck mal, der ist so krank. Sollen wir den echt umbringen? Deshalb hast du die Frau getötet. Ich will dich nicht essen. Ich bin kein Kannibale. Kannibalismus ist nicht die Lösung. Darf ich? Bitte. Das ist ein Drecksack. Ich weiß. Es ist ein Drecksack. Aber ist es denn die Lösung, immer jemanden zu töten? Mach's einfach.
Deshalb. Wo sollte ich wissen, dass das Kind jetzt kommt? Clementine glaubt mir. Scheiße. Wir haben jetzt zwei Leben zerstört. Und Clementine hat beides mitbekommen. Das finde ich absolut gar nicht cool. Bin ich jetzt wieder schuld? Nein, bist du nicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch getan. Ich meine, woher solltest du wissen, woher sollte ich wissen? Wo sollten wir irgendwie wissen, dass da jetzt Clementine kommt? Taking Charlotte haben wir freigeschaltet. Mein Gott, und es regnet echt wie aus Eimern. Und ich würde sagen, wir gehen... Was zur Hölle ist das? Irgendwas ist da. Ist es ein Grafikbug oder ist es... Nein, das ist ein Strahl. Und ich würde ihn mir mal angucken. Ja. Frage ich mich gerade auch. Duck. Mit Laserpointer macht man es nicht in die Augen. Was war Duck hier? Oh, und Ben auch. Diese Leute sind verdammt verrückt. Wir brauchen noch eure Hilfe. Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. They've still got stuck in. Erstmal einmal nicht da und dann sowas. Mhm. Und ich glaube, Mark lebt auch nicht mehr, oder? Ja, nee, das ist Zombie oder so, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich denke einfach mal, weil ich glaube nicht, dass er das so lange überlebt hat. Oder die haben jetzt schon komplett getötet und gegessen. Scheiß, wenn er Zombie ist. Was passiert dann? Dann ist er im Haus mit den anderen. Das wäre nicht cool. Wir müssen unbedingt in das Haus rein. Unbedingt. Oh mein Gott, was passiert da drin? Los, schnell rein. Ich schleiche. Schleichen. Reinrennen. Oh Mann, ey. Wo ist Kenny? Kenny ist jetzt auch im Haus, oder? Kenny ist ja zu denen gelaufen. Du darfst wieder spielen. Okay. Oh Mann. Warte. Ich hab... Wo sind Katja und das Kind? Rein. Oh fuck. Scheiße, wen hat die da? Wir müssen da rein. Wir müssen da irgendwie rein. Gehen wir weiter. Ja, geht nicht. Das können wir hier nur machen. Ah, doch, wir können da rein. Ja, natürlich, ich bin immer schuld. Ja, war meine Fehler. Scheiße, Quatsch. Alter, sind die. Okay, geh ein bisschen weiter vor, aber nur ein bisschen. Oh Mann, sie ist so krank. Hey! Bist du weitergelaufen? Nein! Was? Zur Hölle. Oder vielleicht aus Versehen. Wieso? Wir haben gar nichts getan. Vielleicht war ich wieder unprofessionell. Und bin weitergelaufen. Achso, ein Schritt. Oh Mann. Erstmal kurz stehen bleiben. Aber was sollen wir denn machen, außer hier weiterlaufen? Wir müssen weiterlaufen. Aber ja, bleib mal stehen. Okay, weiter. Okay. Nichts machen. Die Hand ist weg. Es muss nicht so enden. Lass die Waffe fallen, Schlampe! Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, so das zu sagen. Oh, seht ihr das da oben, das Mark? Und der ist Zombie. Oh Mann. Mark ist ein Zombie. Vielleicht können wir ihn da hochtragen. Okay. Lass sie gehen. Bitte. Ja, ich glaube, dass wir sie alle töten werden, sollten wir jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, komm, noch. Und was jetzt hier passiert, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Together The Walking Dead. Tschüss. Bis dahin. Oh Gott.